Philipp, du hast einen ganz seltenen Beruf. Du arbeitest als Thanatopraktiker. Was muss man sich darunter vorstellen? Wir Thanatopraktiker, wir versorgen Verstorbene spezieller weit über die normale hygienische Grundversorgung raus. Das heißt, das Konservieren von Verstorbenen sowie auch das Rekonstruieren, sodass sich auch nach äußerlicher Gewalteinwirkung auf den Körper die Angehörigen noch problemlos verabschieden können. Was macht denn ein Balsamierer konkret? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ich versorge die Verstorbenen, das heißt, ich balsamiere sie ein. Also das ist eine Art der Konservierung, aber da wird nur zeitweise konserviert, also zeitweise die Autolyse unterbrochen. Zum Beispiel, wenn jemand ins Ausland möchte, also wenn jemand im Urlaub verstirbt oder zurück in sein Heimatland überführt werden möchte, um dort bestattet zu werden, wird derjenige einbalsamiert, damit der Transport des Leichnams auch problemlos stattfinden kann, dass keine Verwesung, keine Autolyse einsetzt und er dort im Heimatland oder im Beisetzungsland auch problemlos ankommt und auch sich dort Familie noch verabschieden kann und natürlich auch das Infektionsrisiko deutlich niedriger ist dadurch. Genau. Und dann natürlich auch Einbalsamierung für kosmetische Zwecke, das heißt, wenn jemand Verfärbung hat, blaue Ohren, blaue Finger, Verletzungen etc., um diese rauszuspülen, die Verfärbung, wieder einen schönen, besseren Hautton zu geben, schöneren Hautton zu geben. Ja. Wie wichtig ist eine Einbalsamierung für die Trauerarbeit? Das kommt natürlich auf den Zustand des Verstorbenen an. Wenn der Verstorbene nicht mehr so schön ist, das heißt, wenn er verfärbt ist, wenn er Verletzungen hat etc., dann ist es sehr wichtig, dass eine Einbalsamierung vollzogen wird, durchgeführt wird, einfach damit die Familie sich wirklich nochmal verabschieden kann, damit sie ihn nochmal sehen kann, das begreifen können überhaupt, dass derjenige wirklich auch verstorben ist, dass man es richtig verarbeiten kann auch. Einbalsamierung klingt nach einem ziemlich alten Handwerk. Das erinnert sogar so ein bisschen so an die alten Ägypter. Auch der Begriff Balsam steckt da drin. Warum ist so wenig über diesen Job bekannt? Also es ist eigentlich nur in Deutschland so, wenn man in die Nachbarländer guckt, England, Frankreich etc., da ist das gängige Praxis, da wird sehr viel mehr einbalsamiert, da ist das gang und gäbe, da hat jedes Bestattungsunternehmen seinen Einbalsamierer, der dies durchführt. Warum das so unbekannt ist in Deutschland, weil der ganze Tod oder allgemein Tod, Sterben immer noch ein Tabuthema ist, nirgends angeschnitten wird richtig und auch gerade diese Zusatzausbildung zum Thanatopraktiker selten zur Sprache kommt und es auch nicht viele davon in Deutschland gibt. Stichwort Ausbildung, wie schwierig ist das? Es ist schon nicht ohne. Es geht natürlich, viele Dinge gehen los mit Geschichte, Recht, wann darf ich einbalsamieren, was muss ich überhaupt beachten, bevor ich einbalsamiere und wen darf ich überhaupt einbalsamieren. Da geht es schon los, dann geht es natürlich über die komplette menschliche Anatomie, das Gefäßsystem, also was, um das natürlich zu verinnerlichen, zu lernen und natürlich auch um die Praxis, also die praktische Arbeit, das Durchführen. Das ist schon anspruchsvoll, wenig Freizeit, aber machbar. Wie lange dauert die Ausbildung zum Einbalsamierer? Man kann sagen, ein knappes Jahr, knapp über ein Jahr, verteilt über verschiedene Module und dann lernen im Home-Studium halt. Philipp, du warst Deutschlands jüngster Einbalsamierer. Mit wie vielen Jahren hast du diesen Job denn dann angefangen? Die Ausbildung habe ich angefangen, 21 war ich. Wie kommt man dazu, sich zum Einbalsamierer ausbilden zu lassen? Gibt es bei dir in der Familie Schnittmengen zu dem Thema? Ja, also ich bin damit aufgewachsen, einmal mit dem Bestattungswesen allgemein, weil meine Eltern ein Bestattungsunternehmen haben, wo ich natürlich auch seit 10 Jahren mit dabei bin. Und dadurch, dass mein Vater selber sehr, sehr lange schon als Einbalsamierer tätig ist, als Thanatologe, stand das für mich nie außer Frage, dass ich das nicht auch mache. Was ist das Schöne an deinem Job? Die Dankbarkeit der Angehörigen. Also wirklich gerade auch, wenn ich jemanden versorgt habe, der vorher vielleicht einen Unfall hatte etc., nicht schön aussah oder einfach die Auffindesituation der Familie nicht schön war, sodass sie das Bild vergessen können, ein neues Bild bekommen, so wie er dann am Ende aussieht und die Familie sich bedankt, weil sie sagen, das war der Angehörige und ja. Verstehe ich das richtig? Das Bild des Angehörigen, der versorgt und einbalsamiert worden ist, überlagert genau. Das Bild des entstellten Körpers? Genau, richtig, weil das ist so das letzte Bild, was man hat und das bleibt sonst doch hängen, dieses letzte Bild, wenn man jemanden in einer nicht sehr schönen Situation gefunden hat oder derjenige, weil er
vielleicht Verfärbung im Gesicht hatte, weil er vielleicht auf dem Boden lag, auf dem Kopf lag oder übergebeugt lag. Dieses Bild bleibt in den Köpfen drin, und um das natürlich nicht mehr zu behalten, sondern auch ein schöneres letztes Bild zu bekommen, ist es dann ganz wichtig, dass die Familien sich dann auch nochmal verabschieden nach der Einbalsamierung. Könnt ihr jeden Verstorbenen wieder vorzeigbar machen? Jeden nicht, aber sehr, sehr viele. Also irgendwo gibt es auch Grenzen, das heißt, nach schwersten Unfällen, wo vielleicht auch nicht mehr viel von übrig ist, nicht mehr viele Teile da sind, wenig Knochen, wenig Haut, da wird es schon schwierig. Da ist nicht alles möglich, aber sehr, sehr viel. Wie viele Bürger in Deutschland lassen sich so gefühlt in Prozent einbalsamieren bzw. thanatologisch versorgen? Gefühlt in Prozent 5-8% maximal. Ist euer Job ein Job, der insofern Zukunft hat, als dass es eine steigende Anzahl von Kunden gibt? Oder ist das ein Gewerbe, was, obwohl es so alt ist, mehr in Vergessenheit gerät? Es kommt immer auf den Bestatter auch an, der die Beratung durchführt, oder den Kollegen, der die Beratung durchführt. Es muss natürlich vernünftig erklärt werden, warum ist das so wichtig, was wird überhaupt gemacht und wieso das alles, warum ist das vorteilhaft. Und dann wird es auch angenommen oder akzeptiert, oder natürlich gibt es auch manche Bereiche, wo es einfach nicht anders geht, wie zum Beispiel bei einer Auslandsüberführung. Wenn das Land dies vorschreibt, dass der Verstorbene einbalsamiert werden muss, dann muss das eben auch durchgeführt werden. Stichwort Auslandsüberführung. Wann muss ein Mensch thanatologisch versorgt werden? Er muss versorgt werden, wenn das Land, in dem er bestattet werden soll oder in das er einreist, dann quasi dies vorschreibt, dann muss er auf jeden Fall einbalsamiert werden. Sollte aber eigentlich grundsätzlich einbalsamiert werden, damit einfach die Infektionswege natürlich nicht da sind oder gegeben wären und dass der Angehörige sich auch im Zielort noch in Ruhe verabschieden kann und auch am offenen Sarg bedenkenlos verabschieden kann. Wie kreativ musst du in deinem Beruf sein? Ist das ein Mythos, dass Einbalsamierer bzw. Thanatopraktiker für eine Rekonstruktion auch in den Baumarkt gehen? Das ist kein Mythos, das ist richtig. Man muss schon kreativ sein. Man benötigt eine hohe Konzentration dabei natürlich auch, aber wie gesagt auch Kreativität. Man muss schauen, was kann ich machen, mit was für Hilfsmitteln kann ich arbeiten und wie kann ich das umsetzen dann. Was sind typische Hilfsmittel? Die verschiedensten Varianten, also da gibt es wirklich alles. Hast du der Polizei schon mal Tipps geben können bei einem Verdachtsfall auf ein Gewaltverbrechen? Einmal ist es vorgekommen, dass wir die Polizei involviert haben, weil wir dann doch noch Stellen am Kopf gefunden haben, Wunden am Kopf gefunden haben, die nicht normal waren oder auch mit dem Bild, was uns geschildert worden ist, anfangs nicht zusammenpasst. Und da haben wir die Polizei informiert, die haben sich das alles angeschaut und auch tatsächlich dementsprechend ermittelt und auch was gefunden, ja. Ansonsten, ja, man sieht schon sehr, sehr viel, man bekommt auch sehr viel mit und man sieht ja auch den Körper genau. Also man sieht auch die kleinsten Einstichstellen, könnte man sehen, ja. Wie gut gefallen dir Bestatter-Serien? Wenn sie gut gemacht sind, finde ich sie auch gut, aber sehr viele gut gemachte gibt es meiner Meinung nach noch nicht. Welche wäre positiv erwähnenswert? Definitiv Six Feet Under, das ist super, und ja, auch im Bereich Comedy, diese Kaminskis, also das ist natürlich komplett überspitzt, das passt hinten und vorne nicht, aber ist sehr lustig, sehr witzig, ja. Möchte ein Einbalsamierer selbst einbalsamiert werden, wenn er eines Tages gestorben ist? Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber von mir aus und auch vielen bekannten Einbalsamierern, die ich kenne, weiß ich, ja, das wird gewollt oder möchte ich. Am liebsten schnellstmöglich, sobald der Arzt da war und den Tod bescheinigt hat, am liebsten sofort einbalsamieren. Warum? Warum? Weil einfach keine Veränderung in der Zeit am Körper stattfinden kann. Oder keine Veränderung am Körper stattfindet, das heißt vernünftig aussieht und jeder auch die Möglichkeit hat, sich am offenen Sarg zu verabschieden, bedenkenlos, problemlos und auch für längere Zeiten. Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf deinen Berufsalltag und sind momentan noch berührungslose Abschiednahmen möglich?
Abschiednahmen sind problemlos möglich oder waren es auch die ganze Zeit am offenen Sarg, die Verabschiedung. Einzige Verstorbene mit Corona oder mit Covid-19, dort darf kein Abschied stattfinden, dort dürfen wir auch keine Versorgung durchführen. Ansonsten hat sich eigentlich so gesehen in der Trauer nicht viel verändert, weil alles andere möglich ist, natürlich nur mit begrenzten Personenzahlen. Anfangs zur Anfangszeit natürlich alles nur im Freien, nichts draußen, keine Trauerfeiern in Kapellen, Kirchen, Trauerhallen etc. Ja. Philipp, wie wichtig ist es, dass Bestatter bundesweit als systemrelevant eingestuft werden? Sehr wichtig, extremst wichtig, damit alleine auch bei den Kollegen oder Mitarbeitern, Bestattern die Kinderbetreuung sichergestellt ist, dass wir genug Schutzmaterialien, Ausrüstung, Desinfektionsmittel auch bekommen könnten, wenn der Bedarf da ist. Darum ist das einfach enorm wichtig, weil wenn wir nicht wären, würden die Verstorbenen überall einfach nur rumliegen und sich lagern und stapeln und keiner wüsste weiter. Gab es schon mal Appelle seitens der Bestatter an die Regierung, dafür einen systemrelevanten Status zu sorgen? Gab es. Ich glaube, in so ziemlich jedem Bundesland und überall und auch an die Bundesregierung. Aber dies wurde, ich sage einfach mal, gekonnt ignoriert. Man hat uns einfach gelassen, weil wir kriegen es ja auch irgendwie alleine hin. Durch die ganzen verschiedenen Verbände, die es gibt, die sich da gut organisiert haben, gut ausgeholfen haben, Kollegen, die sich untereinander geholfen haben. Und die haben das ja scheinbar mitbekommen und das wurde einfach abgeschmettert. Wo ist das Problem? Ist das Problem der Föderalismus? Dass so oder so, dass jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht, ist da auch meiner Meinung nach ein großes Problem, dass es keine bundeseinheitliche Lösung gibt, zumindest in diesen Bereichen. Das ist schon ein großes Problem in der Hinsicht. Haben Bestatter generell in Deutschland genug Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel, Kindernotbetreuung in Zeiten, wo sie nicht als systemrelevant eingestuft werden? Nein, definitiv nicht. Also das glaube ich nicht. Wie optimistisch bist du, dass das umgesetzt wird? Ich glaube nicht, dass es umgesetzt wird, weil wir haben es ja jetzt auch geschafft und warum sollen wir es jetzt das nächste Mal nicht wieder schaffen? Warum sollten sie dann sagen, ihr seid systemrelevant? Wir dürfen und müssen zwar arbeiten, aber wir sind nicht systemrelevant. Danke.